Nach meinem generellen Statement zur kommenden Live-Sendung ist es mir ein Bedürfnis, mich auch nochmal zu meinem Loop "Das ist Cäsar, unser Cäsar" zu äußern. Und das noch vor der angekündigten Live-Sendung. Zu diesem Werk ging inzwischen ebenfalls eine Beschwerde ein. Ich würde Cäsar anhimmeln und angeblich als nächstes einen, so wörtlich, Trump-Loop planen. Das ist natürlich im Sinne angeblicher politischer Stellungnahme absoluter Unsinn. Ein Trump-Loop ist derzeit nicht geplant. Wer meine lange Reaktionszeit kennt, weiß auch, dass es mir, selbst wenn ich es wollte, überhaupt nicht möglich wäre, so kurzfristig mit entsprechenden Werken auf seinen Wahlerfolg zu reagieren. Ich möchte aber nochmals erwähnen, dass ich mich außerordentlich bemühe, in keiner Weise irgendeine, vor allem keine politische, Stellung zu beziehen. Die nächsten Specials sind, wie treue Fans sicher wissen, mein Best-of, mein Pokémon-Special und mein Special zum Kükenschreddern. Hierbei werde ich, außer für den Tierschutz, im Grunde ebenfalls keine offensichtliche Stellung beziehen. Wer sich mit meinem großen Komplettwerk intensiv beschäftigte, weiß außerdem inzwischen wahrscheinlich längst, dass dieses Werk höchstens Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen sexuelle Gewalt, gegen Gewalt gegen Frauen, gegen religiöse Zwänge, gegen Unterdrückung, gegen Zwangsprostitution und gegen vieles weitere setzt, wie zum Beispiel gegen Homophobie. Letzteres nochmals aufzugreifen, erschien mir unter anderem durch den Bezug zu Julius Cäsar dennoch geeignet. Dies gaben die gewählten wissenschaftlichen Quellen von sich aus her. Ich verrate hierbei jedoch, dass ich durchaus weiß, dass es auch in der heutigen modernen Zeit anders oder ungewöhnlich sexuell orientierte Menschen sehr schwer haben. Dies gilt auch für Fälle, die keineswegs in den strafrechtlichen Bereich fallen. So können homosexuelle Personen selten ihr Leben ganz nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen leben, da sie sich nicht trauen, sich zu outen. Und tun sie es doch, werden sie von weiten Teilen der Gesellschaft verstoßen und häufig sogar von ihren eigenen Familien ausgegrenzt. Ich selbst wurde bereits mehrfach persönlich darum gebeten, endlich mal deutlichere Zeichen gegen Homophobie zu setzen. Das tut sonst offenbar, so in der Wahrnehmung betroffener Personen, keine andere Institution. Ich persönlich bin bei einigen Menschen dafür bekannt, in einer ganz besonderen Art und Weise jegliche Tabus zu brechen, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, mich in gewissem Maße notfalls gegen alles und jeden aufzulehnen und dennoch keine Stellung zu beziehen. Daher wurde ich mehrfach gebeten, dies auch an dieser Stelle zu zeigen und mich stärker gegen die Homophobie einzusetzen. Julius Cäsar schien mir insofern geeignet, da er offenbar so ziemlich alles und jeden gefickt hat, außer Frauen. Diese zählten zwar auch zu seinen Liebesabenteuern, doch seine echte Lust versuchte er offenbar ganz anders zu stillen. Dennoch wurde er von seinen Soldaten verehrt wie kein anderer, so zumindest nach vorliegenden Quellen. Mir ging es in diesem Falle neben der komödiantischen Ergänzung zitierter wissenschaftlicher Quellen vorrangig um den Einsatz gegen die Homophobie.
Ein Projekt zu Donald Trump ist derzeit jedoch in keiner Weise geplant. Nicht positiv oder negativ, nicht groß oder klein, in überhaupt keinem Maße. Ich verspreche aber, sollte sich herausstellen, dass Donald Trump seine Wahlhelfer Giraffen, Affen, Hunde, Katzen und Hillary Clinton fickt, werde ich mich bemühen, der Erste zu sein, der ausgiebig darüber berichtet.